meine Damen und Herren, dort, Sie sind der verlängerte Arm von Wladimir Putin. Dort sitzen diejenigen, die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass die Ukraine untergeht. Dort sitzen diejenigen, die die sozialen Netzwerke nutzen, um unsere Gesellschaft nach rechts zu drehen. Dort sitzen diejenigen, deren Kollegen in der russischen Botschaft Party machen und ich nehme an, für die Wahl von Putin bereits den Partybus bestellt haben, um dann mit Gegröle nach Moskau zu fahren. Diese Abgeordneten, meine Damen und Herren, die immer großen Wert darauf legen, ehemalige Soldaten gewesen zu sein, die treiben das Spiel Moskaus und prangern deutsche Soldaten an. Schämen sollten sie sich. Und meine Damen und Herren, der Skandal, nicht die Abhören, das ist wirklich ärgerlich, aber nicht das ist der Skandal. Der Skandal ist, dass in Ihrer Fraktion der Vorsitzende der Jungen Alternative sitzt. Der Skandal ist, dieser Mann wurde aufgrund fehlender Verfassungstreue in die Farbkategorie Rot als Extremist eingeordnet. Ihr Kollege Hannes Gnauk wurde vom Dienst freigestellt, darf die Kaserne nur nach Aufforderung betreten und das Tragen der Uniform wurde ihm verboten. Meine Damen und Herren, das ist der Skandal, dass Sie das zulassen. Das ist der Skandal, dass Sie dieses zulassen. Nicht dieser, die Frage des Telefonats, sondern dass Sie zulassen, dass ein solcher Mann, der als Extremist gilt, im Verteidigungsausschuss sitzt, ist so unsäglich. Geflohen hat er sich in den Bundestag, meine Damen und Herren, in dem Ausschuss, wo es um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland geht. Das interessiert Sie alles nicht. Das interessiert Sie null. Sie interessiert nicht die Sicherheit. Sie interessiert nicht die Demokratie. Sie interessieren sich nicht für Freiheit. Sie interessieren sich für Umsturzgedanken und gruselige Fantasien. Man kann sich's gar nicht vorstellen. Und alle, die auf der Tribüne sitzen, achten Sie genau darauf, meine Damen und Herren. Junge Menschen, die TikTok hören, hören Sie dort nicht hin. Das ist das Ende der Freiheit dieses Landes, wenn Sie diesen Rattenfängern folgen. Meine Damen und Herren, Sie sind Handlanger, Sie sind die Feinde der Freiheit. Und von Ihnen lassen wir uns ganz sicher nicht vorführen. Dafür müssen Sie deutlich früher aufstehen.